Tja, iPad. War aber nichts. Tja, das war aber nichts. Das ist geil. Hast du gut erkannt. Na gut, ich habe auch ein Spiel abgebrochen. Na gut, dass Weil. dir das in Mario 64 nicht auch noch passiert. Ich glaube, mir das passiert. Da kannst du ja keine Gebrauch, das speicherst du ja, ne? Ja, stimmt. Oder speicherst du nicht? Das ist schneller, nicht zu speichern, ne? Nee, normalerweise, Ich speichere ich jedes glaube, du Mal. drückst immer auf Speichern. So lange dauert das ja in SN64 nicht. Ich mache hier kein Xayah oder so. Da kommt die Lautstärke gut ist. Ich kann nicht machen jetzt, ist egal. Beta, aber ist das Spiel schon fertig mit Ende oder so? Nee. Oder? Aber ich hab jetzt müsste ein Update gekommen sein, das ich noch nicht kenne. Also ein Update. Mal gucken, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal ins Spiel, guck was Neues. Next Update in 10 Days. Ja, wir machen alle 2 Wochen ein Update. Also jetzt vor 2 Tagen war ein Update. Das kenne ich nicht. Keine Ahnung, was Neues. Ob ein neuer Boss ist, ob neue Items sind, keine Ahnung. Aber okay, dann spielen wir mal Mega Man X den Roguelike. Weil ja kein Mega Man mit diesem Marathon war übrigens. Was ist das? Aber Mighty Nummer 9 hätten wir machen müssen. Wollte ich auch springen. Ja. Auch machen. Ich glaube, es geht nicht, weil das andere Game mit drin ist. Eigentlich habe ich es eingestellt. Ich mache nochmal aus. Musik ist viel zu laut, okay. Mach ich den immer leiser. Stimmt, der Streamtitel ist falsch. So soll es passen, denke ich. Oder ist zu leise, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich irgendwie die Lautstärke runtergestellt habe. Habe ich sogar. Mal so. Ah, jetzt geht die Controls, ich merke schon. Soll ich nicht einstellen. Oder sind falsche Controls drin? Das könnte jetzt sein. Nee. So, dann mache ich ersten Run einfach mal mit Nina, beziehungsweise mit Mega Man sozusagen. Mal gucken, was Neues im. Das ist jetzt zu leise oder was? Nee, sag nochmal, wie es jetzt einfach ist, keine Ahnung. So, alles ist sozusagen ziemlich random, alles was hier kommt. Haben die Bild überhaupt? Hä? Nein, die haben kein Bild. Soll ich die einstellen? Machen wir mal Bild. Ich saß nämlich gerade hier oben aus von nichts blind irgendwie so schwarz. Hä? Das oh, Bild. Hier ist David. Was für ein blindes Stream oder was? Oh, Bild. Also hier ist der Run, hier ist der Anfang gewesen. Das ist immer alles random generiert oder was? Ja, also es gibt Patterns, die immer gleich sind. Und die sind einfach halt random Zufolge. Und die Gegner sind random und umso später im Spiel ist, umso. Dann kommen sozusagen die gleichen Stellen, wenn es jetzt der dritte Abschnitt wäre zum Beispiel, wenn die das gleiche Level, dann werden die einfach mit mehr Feuer und sowas alles, einfach schwerer. Sind aber im Endeffekt auch die gleichen Patterns, also man kennt die Sachen irgendwann. Ist nur die Frage, wie das halt im vollen Spielen dann ist, ob das noch mehr sind. Jetzt haben auch alle Bosse haben, also es gibt immer, es gibt glaube ich insgesamt 8 oder 9 Bosse mittlerweile. Und 2 von denen haben immer die gleiche Stage auch, also die werden später auch noch unterschiedliche Stages haben, hoffe ich mal. So was im Spiel ist aber alles genial. Und so ein paar Boxen sind auch random, wo die sind und die Items halt auch. Moment, das ist neu. Normalerweise hast du im ersten Abschnitt nicht so einen Challenge-Raum gehabt. Den hast du erst in der zweiten gehabt, okay. Und da steht jetzt auch, was man schon machen muss, okay. Ich habe jetzt keine Powers benutzt und ich habe eh noch keine. Das ist natürlich easy. Ich muss einfach die paar Gegner hier übersehen, dann kriege ich ein Item. Was auch bisher immer ein Rüstungsteil war. Da hat man immer eine kleine Challenge, weil man keinen Dash machen darf, nicht normal angreifen darf oder nicht. Oder in einer bestimmten Speed oder sowas. Dann kriege ich hier ein eigenes Item, damit kann ich jetzt. Wenn ich angreife, dann heile ich mich manchmal. Wenn ich kille. Also das ist neu, dass jetzt im ersten Speed schon Challenge Raum ist. Aber sonst gibt es die auch immer.
Außer die haben das jetzt eingestellt, dass es irgendwie nach jedem zweiten Raum kommt oder sowas. Aber es ist halt identisch mit Mega Man X und das ist einfach gut umgesetzt, auf jeden Fall auch. Und es wird auch ziemlich. Ich hab's einmal durchgeschafft, aber nur auf dem Easy Mode. Wo du. Der einzige Unterschied ist, dass du mit drei Items deiner Wahl anfängst. Was aber schon ziemlich OP sein kann. Das hier ist jetzt normal. Das ist normal, ja. Hab ich auch nie durchgespielt. Beziehungsweise jetzt gibt's ja sogar noch einen Boss mehr. Oh, Wave Beam, cool. Hab ich noch nie so wirklich mitgespielt. Und man kann das Spiel auch im Koop spielen, das auch, geht auch hier sogar richtig gut. Ich habe das mal mit Mike gespielt. Und mit Milo. Phantom Hourglass wird komplett, ja. Und die Bosse werden auch stärker, je nachdem, in welcher Reihenfolge du die besiegst. Die werden immer stärker dann. Haben mehr Phasen oder. Das ist jetzt der erste. Das erste. Ja, noch wenig KP und relativ easy dann, ja. Und im nächsten Run werde ich dann auch mit, wie heißt der, Ace spielen, was Mandrake Zero ist. Und den finde ich auch einfacher. Ace! Ace ist gut. Das Lustige ist, Mike hat in Smash so einen Mii-Charakter erstellt, also so einen Smash, ich glaube, Schwertkämpfer. Und hat den einfach, der sieht fast so aus wie Zero, und hat den einfach mal Just for Fun Ace genannt. Und ich habe ihm erst gehört, hey, oh, was ist das? What the fuck ist das? Okay. Den kenne ich sogar. Was ist das? Auch kaputt. Okay. Da steht Bonus Achieved und so. Ja, das gibt's schon immer. Ist das jetzt vielleicht die Bonus-Truhe? Das könnte sein. Normalerweise kriegst du dann aber hier zwei Truhen. Jetzt kann ich mir ein Item. Was ist das? Ne, das ist der Speed. Okay. Normalerweise hast du hier zwei Truhen gehabt. Eine war immer da und eine ist Speed Bonus. Speed Bonus ist jetzt so anscheinend, dass das mit so einem coolen Effekt kommt. Und die normale Boss-Truhe kriegst du da immer schon. Okay, cool gemacht. Sieht auf jeden Fall besser aus mit dieser dicken Truhe. Jetzt kann ich entweder eine Special-Sache aussuchen, das ist immer vom Boss die gleiche. Oder ich suche mir einfach eins von optionalen Sachen aus. Das kenne ich nicht mal so, ich nehme es einfach mal. Hier kann man es immer ausprobieren, ohne dass es was kostet. Das ist ganz cool. Also Metal Blade ist das, okay. Oh ja. Habe ich noch nie so ausprobiert, also nehmen wir das mal. So, Reeb, welchen soll ich nehmen? 1, 2 oder 3? Welchen Boss? Ich finde den letzten, der sieht cool aus. Okay. Ja, der hat zum Beispiel auch die gleiche Stage wie der. Das ist bisher auch die gleiche. Beide Sky Temple. Und Sky Temple finde ich auch einer der schwersten Stages. Kannst auch schnell runterfallen. Ja, aber runter. Der kommt jetzt erst als zweites, also sollte er ein bisschen einfacher sein, ja. Sky Temple. Normalerweise, wenn ich jetzt versuche durchzuspielen, versuche ich auch die schwer natürlich am Anfang zu machen. Ist ja, das ist eine coole Waffe. Ja, das ist diese blaue Energie, die ich da habe. Ich wollte gerade mal ausprobieren, ne? Ich hab da oben, glaube ich, seine eigene, das Grüne. Wenn du jetzt immer verwechselst, oder was? Hat jedes seine eigene? Nee, alles die gleichen. Also deswegen, es reicht eigentlich, wenn du ein oder zwei Special Sachen hast, danach brauchst du, kannst eigentlich skippen. Bei Mega Man war es ja so, dass jedes Waffe so mal ihre eigene. Also ich finde auch besser, wenn das noch kommt als Update, dass du unterschiedlich hast, weil sonst, wenn du eine Special hast und die nimmst du aber die ganze Zeit, dann brauchst du keine andere haben. Weil du dann einfach die KP dafür aufhebst. Also ich hoffe, das kommt noch in irgendeiner Art. Das ist, was bringt, aber mehrere Special-Sachen zu haben, weil sonst nimmst du einfach nur eine. Ist das Spiel Early Access? Hä? Early Access hast du? Ja. Und dann wird es auch teurer natürlich, wenn es richtig rauskommt. Keine Ahnung, wann das rauskommt so. Kostet glaube ich 10 Euro jetzt oder so. Aber du brauchst auch Ewigkeiten, bis du alle Items freischaltest. Du musst ja immer kaufen, die dann freischaltest im Spiel. Also ich hab noch lange nicht alle, glaube ich. Aber halt, wenn das Spiel hier rauskommt oder weil steht auch bei manchen Patches, könnte es irgendwann mal sein, dass einfach mal alle Waffen oder der Spielstand gelöscht wird. Sollte man mit rechnen. Bisher war es noch nicht. Ja, gut, wahrscheinlich, dass es wenn es irgendwann rauskommt, dass ja, dann sowieso resettet wird. Dann wir sowieso. Keine Ahnung, also damit alles von vorne verlieren kann. Und ich weiß jetzt auch nicht, im letzten Patch hatten sie ausprobiert, ob sie machen wollten, wenn man. Man kann auch Double Jump und sowas kriegen noch. Hoffe ich, das kriege ich noch irgendwie, aber jetzt habe ich einen Job erstmal. Okay, zwei Sachen im Angebot. Das ist mehr Energie, das heißt mehr Special Items und ein Helm mit zweimal aufladen. Ja, komm. Ich kann jetzt zwei Schüsse gleichzeitig aufladen.
Sieht dann so aus. Zweimal dicke Hinschuss hintereinander. Kann gut sein, mal gucken. Ja. Mein Bruder hat das Spiel übrigens und bei ihm funktioniert das nicht. Okay. Crash einfach, ganz halt. Okay, ich schreibe normalerweise immerhin, wann so das Spiel ungefähr rauskommt, aber hier bei denen haben sie immer geschrieben, it's done when it's done. Ja. Aber, ja, aber es ist garantiert, dass alle zwei Wochen ein Patch kommt. Wir starten gerade eben auch, also auf die Seite da vorne stehen die Patch Notes vom 20. Juli, das war der letzte Patch scheinbar. Ja, genau. Was haben wir denn da? Also manchmal, letztes Mal war es zum Beispiel nur irgendwas mit Graphic. Ein paar irgendwie andere Sprites im Namen und sowas. Aber jetzt einmal was, nee, einmal was vom Boss und sowas halt, ist ganz cool dann. Und noch ein Helm, den kann ich jetzt austauschen. Ich tausche den sogar mal aus. Mit dem kann ich jetzt 50% meiner Special Sachen kostenlos nehmen. Ich glaube, hier unten ist was, also wenn du das, du die Pattern kennst, weißt du auch irgendwann, wo die Secrets versteckt sind. Weil es halt noch nicht so viele unterschiedliche Sachen gibt. Wenn du das Spiel, weiß nicht, 10 Stunden gespielt hast oder so, das kennst du ungefähr. Also hier steht, Level 1 is now somewhat longer, ja. Level 2 is now slightly shorter, Level 7 is now longer. Ja, das halt immer, du hast halt immer so ein paar Abschnitte, ein paar Patterns hintereinander und das werden halt jetzt immer mehr anscheinend. Und das erste ist länger, da hast du jetzt halt auch diesen Challenge-Raum. Der war normalerweise da aber schon der Boss. War halt auch richtig früh. Ist okay. Dann hier in all Challenge Modes, Level are no longer generated as level 1. The game treats level 1 as level 2. Challenge. Okay. Challenge Mode. Habe ich ja nicht so wirklich gemacht. Du kannst krasse Sachen einstellen. Okay, das ist auch ein anderer Schuss. In alle Richtungen. Zieht aber ein bisschen weniger ab. Ich nehme den mal. Dann steht hier lots of fight tweaks to our new Vile Visage. Ja, das ist der letzte Boss, der kam im letzten Patch. Ah ja, und reposition the end of level and bonus timer chest. Das, was du vorhin schon gemerkt genau. hast. Das ist cool. Sieht weiter besser aus. Ja. Der Boss ist auch cool. Ja. Dann gönn uns mal die Special. Ja. Und ich kann auch gleich zeigen, wir können ja die Bosse jetzt mal sehen. Wie lange die dauern. Und dann kann ich ja zeigen, warum einfach Zero bzw. Ace besser ist. Kostet kann damit so schnell down gehen. Ist ein bisschen riskier, aber ich find's eindeutig einfacher. Komm, stirb, ja! Großes Tor ist cool. Okay, was ist das denn? Ah ne, okay. Power diesmal damit, also meine Special Sachen. Ja. Ziehen mehr KP ab. Stärker. Da kann ich jetzt auch so einen dicken Schuss machen, aber das nehme ich jetzt mal nicht. Das reflektiert Attacken, wenn die genau das Ding treffen. Ich kann ja mal diesen Wild-Visage machen. Der ist recht cool, der Bus. Der sieht ganz cool aus. Ja, das kann sein, wenn alle treffen. Und das könnte bei dem Boss sogar richtig gut sein. Oh, der Drop. Das Face ist ganz cool, wenn man es zum ersten Mal sieht, auf jeden Fall. Ich kann darüber. Wir auch ein Secret. Was haben wir hier? Also manchmal, wenn ich Geld einsammle, kriege ich KP. Ne, Energy war das, glaube ich. Das ist jetzt ein Speedrun für die Gegner.
Okay, ah, jetzt kann ich hammern. Ui. Das war auch echt cool. So Movement Sachen sind immer genial. Die Stages halt. Kann man manchmal richtig viel skippen, wenn man mehr höheren Sprung kriegt und sowas alles. Meinst du, haben wir uns hier nicht als Dashen? Na stimmt, das ist immer noch Sunshine. Achso, es gibt. Ja, gut, okay. Ja. Fliegt einfach mal rüber, obwohl das sollte ich nie machen. Ne? So, der Boss ist toll. Der ist groß. Wow, what the fuck. Wer ist der denn? Der ist ein bisschen groß. Ja. Okay, der ist ein bisschen geändert jetzt, kann sein. Wir wollen ihn auch nochmal in der nächsten Page haben wir extra da reingetrieben. Da kommen noch mehr Sachen für ihn. Das ist creepy. Vor allem, das ist richtig gut. Trifft einfach dreimal. Wenn ich es richtig schieße. Also scheint ja wohl irgendwie weiter zu sein. Gut, das ist der dritte Boss erst, ne? Ja. Wie viele muss man machen? Ich weiß es nicht. Also als ich gespielt habe, gab es nur 8 Bosse. Ja. Und so viel musst du halt Mega Man X auch machen. Jetzt gibt, oder ich weiß nicht, wie viele Bosse es gibt. Ich glaube, es gab 8 vorher. Und da habe ich alle gemacht. Und dann war es am Ende. Kann es bringen, ja, höher springen, ja. Der Plumber Head. Logischerweise kann ich höher springen natürlich. Juhu. Der Boss hat auch noch keine eigene Waffe, das ist vom anderen Boss noch die Waffe. Und ein bisschen Geld. Und Glaskerne, das ist weniger KP, habe ich aber mehr Schaden. So, wen soll ich nehmen? Ah, den bitte. Nee, ja. Ja gut, das ist die gleiche Stage, aber egal. Der Boss ist anders. Wir haben halt die gleichen. Oh. Dieser Gegner einfach. Aber ich sterbe gleich. Ein KP noch. Der Zelda kommt dann gleich. Peter Quest. Soll die erst im Erd anfangen? Ja, jetzt schießen die schon ein bisschen mehr von über diese Eisdinger. Ja. Sind ungefährlich. Guck mal, jeder Boss dann immer seine eigene Sage. Hoffe ich. Wenn diese Stages quasi noch doppelt sind. Das wäre ein bisschen doof. Dieses Hörspringen kann ich jetzt auch schon so ein paar Sachen nicht skippen. Und wenn man das Item auch 3 oder 4 Mal kriegt, dann kann man so hoch springen. Diesen Sky Stages vor allen Dingen dann. Jetzt muss man richtig langsam hier durchgehen. Ich könnte einfach mal in den Shop kommen oder mal so ein Teil, wo man sich KP kaufen kann, aber ich sehe nicht so aus. Könnte ich jetzt auch wahrscheinlich rüberspringen, halt so, aber nee.
auch mal nicht. Down Attack? Ne, sowieso nicht. Alter. Aber haben wir keine KP. Ja, der hat direkt geschossen. Snipes. Okay. Ja gut, dann spiele ich nochmal Nina. Zeig ich die nochmal. Beziehungsweise das war Nina mit Ace. Der Tag fängt gut an. Zwei Deaths. Ah ne, das Spiel nicht habe, davon gehe ich aus. Das ist auch schwer. Also ich habe jetzt Chips, jetzt kann ich mir neue Leiden kaufen. Kann ich nicht. Auf jeden Fall hat die ein Schwertwert, ja. Okay. Mit den drei Schlägen hintereinander kannst du einfach immer treffen, auch wenn die Unbesiegbarkeitsframes haben. Nee, das stimmt, ja, haben sie gefixt. Was? Bug fixed. Bug war das? Ja. Das war ein Feature. Also bei Boston haben sie es gefixt. Oh nee. Deswegen war Nina besser. Der Ace meine ich. Weil wir konnten einfach drei hintereinander treffen. Das, haben das, gefixt, das war kein Bug. Unbesiegbarkeit kann. Was? Bescheuert. Vor allem mit dieser Attacke, mit der du so schnell hauen kannst. Dann nehme ich die mal nicht. Ich will es einfach mal ausprobieren, wie es ist. Ansonsten will ich das nehmen. Direkt. Gut. Normalerweise wird jetzt hier schon der Boss halt. Was ist da? No Damage. Okay. Komm gleich. Bei denen kannst du sowieso treffen, so ganz halt. Aber kein Bug. Ah, Treffer gekriegt. Aber echt so, das war ein Feature. Mit dem. Ich glaube, das für Mike, was ich mache, besteht. Wie macht man das? Was soll ich machen? Ah, wegen dem Titel wäre ja falsch. Wahrscheinlich. Ups, hier falle ich. Ah, warte. Gibt's das Spiel auf Steam, weißt du das? Ja, das stimmt. Auf Twitch. Ich denke ja. Ist das Ding aus? Soll ich da durchgehen? Ja, ich versuch's. Eigentlich Level 1 sollte einfach sein. Ja, gibt es. Okay, Alter, das ist mies. Das ist für Level 1 aber die Fair Challenge. Wie soll das schwer soll das denn schwerer sein? Das ist neu. Mehr Kaffee, mein. Muss ja wieder raus, vor allen Dingen ja. Hallo? Denkt ihr das Spiel? Level 1? Seriously. Das ging jetzt, aber für Level 1 war das ein bisschen sehr schwer. Dann will ich mal gucken, wie schwer die Boss jetzt werden müssen. Dann muss ich ja wahrscheinlich sogar aufladen. Ne, irgendwie kann ich trotzdem Leute treffen, oder? Echt? Das war wahrscheinlich was anderes. Ein Multiplayer oder sowas wahrscheinlich. Ne, das geht noch. Das geht noch. Aber es ist auch gedacht, der Gegner. Oh, das ist ein geniales Item. Full Health und plus 3 KP. Nice. Jetzt habe ich schon plus 5 KP insgesamt. Nice. Ja, Shield, weiß ich nicht. Das kann ich sonst nehmen. Oh, mehr Damage. Mehr Damage ist immer gut. Oh, nehme ich an. Fixed Ace Glaive, not caring about boss involved while in mid-air. Achso, mid-air. Aha. Komm mit dem Boss. Den kann man teilweise richtig wrecken mit Nina. Was ist das für ein leuchtender Gegner? Den kenne ich nicht, das ist neu. Macht er auch noch einen Schaden? Keine Ahnung, wahrscheinlich mehr
Verteidigung oder so, keine Ahnung, schneller. Ah, gibt auch Soul. Ach, das sind einfach die besonderen Gegner jetzt, okay. Alles klar, jetzt steht da noch ein Fünfter. Oh, ihr könnt gerade nicht mehr vorgeworfen, nein. Ja, lustig. Da kann ich nicht lang, okay. Hallo. Ach, kann wahrscheinlich so in 10 Minuten spielen. Na? Vielleicht ist das nur eine andere Sorte von Special Gegnern, keine Ahnung. Ich meine, die anderen haben zwei Schaden gemacht. Die spielen Splatoon, die beiden. Don't dash. Ich spiele doch Paper Mario. Okay, das ist gestern. Ah, okay. Wir haben einen Tag durchgespielt, Mike. Was bist du denn? Wahrscheinlich ich kann nicht so einen Talk nochmal einsetzen. Man machst du nach dem Boss so eine Maschine. Meine Flasche. Teil von dieser Flasche ist. Ja. Nein. Schon da. Ach, Wasser. Könnte sich leer anfangen, oder? Was ist denn ein Wii Virtual Console Upgrade für 3 Euro? Was? Das ist Mike. Ein Update für ein Virtual Console? Wahrscheinlich kriegst du auch, wenn du was auf der Wii Virtual Console gekauft hast, dann kriegst du es doch günstiger auf Wii Virtual Console. Ja, das ist total cool. Da hat er sich wahrscheinlich das damals auf der Wii schon gekauft und hat sich jetzt für 3 Euro nochmal gekauft. Okay, bei dem Boss muss man eigentlich einen Cycles besiegen, weil wenn ich den einmal attackiere, komm, schaffe ich das? Ne, kein Mann Cycle. Oh, aber einen Schlag hat gefehlt. Er wird dann irgendwann unbesiegbar auch, sofern er da oben ist, wenn sie das nicht geändert haben. Deswegen habe ich gerade aufgehört. So. Noch mehr überspringen, yay. Und ich glaube, wir sind ein bisschen auf. So, dann machen wir mal den was hier. Ne, habe ich schon mal. Ich habe alle drei schon gemacht. Und mit Ace musst du halt irgendwie richtig auch darauf gehen, bestimmt 4 oder 5 Seiten machen. Gesundheit. Ja, das wäre dreimal nächstes Tor. Ja, hat er keiner gesagt, ja. So, jetzt kann ich zweimal springen schon, ich meine, das könnte mir echt hier helfen. Leider kein Double Jump oder sowas, aber hä? Hast du das gestern gesehen? Okay. Okay, wenn ich jetzt noch schneller bin, dann krieg ich sogar 2 Runden. Alle drei mitnehmen, das wäre auch. Ja. Das war noch ein Gift,
Don't dash. Was? Lisa, läuft ja noch keine 24 Stunden, sondern schon 2 Stunden hinter dem Zeitplan. Nice. Perfekt. Besser geplant als wir. Ja. Wahrscheinlich nicht, wenn ja, da kann ich trotzdem sogar gucken. Ja, wenn sich das wirklich weiterhin so durchzieht, dann wird plötzlich von, glaube ich, 14 Uhr auf wahrscheinlich 16 müssen, Uhr. Müssen das Spiel streichen, dann schreien sie über die Bühne. Ja, das fängt er wirklich an zu weinen, glaube ich. Oh, der erstmal irgendwie geht so weit, um hier zu sein eigentlich, ne? Komm, da ran, da ran. Oh. Aber es sieht schon wieder nicht so gut aus. Weg, nein, ich weiß drauf. Das ist ziemlich fein. Auch wieder ein bisschen. Oh. Bisschen HP, wäre nicht so schlecht. Scheiße. Was? Ja, ich treffe. Wie soll ich denn da lang? Wie soll ich denn da lang? Grüß dich! Du spielst das Spiel, ich kenn mich damit nicht. Ich sehe keinen. Wow. Ah! Halt an und fang nach dem Weg. Einer von denen wird sich hier auskennen. Fahren wir doch mal diesen Silbermike, der gerade da in der Ecke steht. Er kennt das Spiel ja sogar. Hilfe! Ah! Okay, das war's. Guten Tag, Juan. Das war 2x. Das ist ein gutes Spiel, ist sau schwer allerdings. Ja. Im Easy-Mode kann ich es sogar, hab ich es auch einmal geschafft, wie gesagt. Da kannst du halt einfach 3 Items, die du auswählen kannst, kannst du einfach mitnehmen. Kannst du direkt mehr Damage und was alles. Und dann kannst du Challenge machen. Dann kannst du alles Mögliche gleichzeitig auch auswählen. Dann kannst du dann einfach alle Levels sind länger. Keine Item-Drops, keine Health-Drops, keine Geld, ach, noch weniger und 150% Speed, machen wir das mal rein. Ah ja, Instant-Deaths mit Spikes und sowas. Mehr Gegner, machen wir das mal rein. Ah ja, und wenn man keinen Speed-Bonus kriegt, dann kriegt man Poison und kriegt ganze Zeit Schaden. Gegner sind schneller, machen wir das mal rein. Man kann nicht auswählen, welchen Level man wählt. Okay, man fängt gleich mit Level 4 Status an. Machen wir das mal rein. Endless Mode, das ist noch nicht so gut getestet, mache ich nicht rein. Mehr KP und mehr Damage. Ups. Ja, perfekt, machen wir das mal, ne? Die 3 Challenges gleichzeitig. Base. Easy. Schneller, Gegner sind schneller und ich glaube mehr Gegner. Das sieht schon mal gut aus, ne? Komme ich bestimmt sehr weit. Aber das hier, ey. Ah ja, und Level 4 Status auch. Also wenn ich Level 4 gleich bin. Easy, also. Vor allem diese Spinne da unten. Ja. Itzy Witzy Spider. Das ist einfach so hardcore, was man da reinpacken kann. Okay. Jetzt war's wirklich. Okay, und einer Hack. Der da macht das. Kann ich aufstehen. Ja. Musst du. Ja. Und
Chat, wie geht's euch heute so an diesem wunderschönen Sonntag? Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr gut gefrühstückt? Ah ja, Captain! Oh! Wer wohnt denn anderen? Das ist ganz tief in mir. Hi, Pat! Sonst kann man alles einstellen, ich spiele nach die Runde fertig. Ja, mach ich ja schon. Was kommt danach? Keine Ahnung, du hast den Zeitplan gemacht, nicht ich. Aber du hast einen Kupp. Ich? Wie viel war das? Was kommt danach, Reven? Pokémon Blau. Reven, er hat uns mit uns beiden verwechselt.